Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen schlägt, wie bekannt, dem Landtag mit den vorliegenden Änderungsanträgen vor, über 80 Millionen Euro im Doppelhaushalt umzuschichten. Diese Umschichtungen erfolgen ohne Neuverschuldung und ohne Rückgriff in die Rücklage. Die Grünen stellen damit unter Beweis, dass im Haushalt des Landes sehr wohl noch Spielräume sind, um andere Prioritäten und Schwerpunkte für mehr Generationengerechtigkeit und mehr Nachhaltigkeit zu setzen. Im Übrigen dürften Sie die Änderungsanträge auch nicht überraschen, das sage ich in Richtung der CDU, denn wir haben diese alle in den Ausschüssen bereits mit Ihnen gemeinsam beraten. Es ist kein neuer Antrag dazu gekommen. Wir Grüne wollen mehr für die Schulen und die Hochschulen im Land tun. Wir wollen mehr für den Umweltschutz erreichen. Wir wollen die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Wir wollen die Zugverbindungen und den ÖPNV stärken. Wir wollen die Energiewende offensiver und mutiger fördern. Und wir wollen die soziale Gerechtigkeit in unserem Land stärken. Und deswegen wollen wir unter anderem zum Beispiel die soziale Wohnraumförderung ausbauen. Und zwar für alle Generationen, für Alte wie für junge Menschen gleichermaßen. Ich glaube, dass die Landesregierung gerade die jungen Menschen bei der sozialen Wohnraumförderung in letzter Zeit vergessen hat. Für all diese Ziele liegen Ihnen heute entsprechende Anträge der Grünen vor. Mit Sorge sehe ich dagegen den neuen Koalitionsvertrag von CDU und SPD im Bund. Ohne Rücksicht auf jüngere Generationen und ohne solide Gegenfinanzierung haben sich Schwarz-Rot darauf verabredet, mit beiden Händen das Geld der Steuerzahler auszugeben. 23 Milliarden Euro sollen die Versprechungen des schwarz-roten Koalitionsvertrages kosten. Manche gehen sogar von 40 Milliarden Euro aus. Aber bleiben wir mal bei 23 Milliarden Euro und gehen wir mal davon aus, dass ein Drittel dieser Kosten die Länder bezahlen müssen. Dann kommen allein durch den neuen Koalitionsvertrag auf das Land Mecklenburg-Vorpommern zusätzliche Kosten von rund 150 Millionen Euro jährlich. Meine Damen und Herren, was könnten wir mit diesem Geld im Land alles machen? Wir könnten unsere Hochschulen damit richtig gut ausstatten. Wir könnten den Kommunen die Aufgaben, die sie für das Land übernehmen, voll ausfinanzieren. Wir könnten unsere Lehrer nicht nur bis zum 40. Lebensjahr, sondern bis zum 45. Lebensjahr verbeamten. Wir könnten unseren Theatern und Orchestern die Geldsorgen nehmen, indem wir ihnen die Kostensteigerung der vergangenen 10 Jahre abnehmen. Meine Damen und Herren, mit 150 Millionen Euro, die das Koalitionspaket unser Land kosten würde, könnten wir nicht nur entweder die Hochschulen oder die Theater ausfinanzieren. Nein, mit 51 Millionen Euro jährlich könnten wir gleichzeitig Hochschulen, Kommunen, Theater, Orchester, Verbeamtung, Südbahn und alle Gerichtsstandorte ausfinanzieren und erhalten. Die Menschen im Land müssen wissen, dass CDU und SPD von Berlin aus gerade die Zukunft unseres Landes verfrühstücken. Und da uns diese 51 Millionen Euro nun also fehlen werden, verwundert es auch nicht, dass die Landesregierung zur Vorbereitung einen kleinen Schattenhaushalt aufgebaut hat, den Sie, meine Damen und Herren, in den Drucksachen heute hier im Saal nicht finden werden. Zu den üblichen Sicherheitsabschlägen, Zu den üblichen Sicherheitsabschlägen von den prognostizierten Steuereinnahmen hat Rot-Schwarz im Land die gesamte neue Steuerschätzung aus dem November 2013 nicht im Doppelhaushalt eingepreist. Am Haushalt vorbei schwirren also gerade ca. 50, vielleicht sogar 100 Millionen Euro an Steuermehreinnahmen, die keine entsprechende Verbuchung im Haushalt erfahren. Angesichts der immensen Kosten, die uns CDU und SPD im Bund verursachen, ist dieser Schattenhaushalt vielleicht sogar nachvollziehbar. Aber würde es nicht zur Haushaltswahrheit und zur Haushaltsklarheit gehören, dass solche Summen im Doppelhaushalt als Steuereinnahmen ordnungsgemäß eingepreist würden und dann in Form einer Risikorückstellung für etwaige Sonderkosten oder Minderzuweisungen zur Seite gelegt werden? Denn dann könnten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern einmal genau sehen, was sie die Große Koalition in Berlin wirklich kostet. Ich hätte das für fair und transparent gehalten. Aber Fairness und Transparenz waren offensichtlich nicht wirklich die Leitmotive von SPD und CDU bei der diesjährigen Haushaltsaufstellung. Transparent ist der Haushalt nämlich nicht, und zwar weil wieder viel versteckt und verschleiert wurde. Wieder ist ein großer Multimillionen-Euro-Puffer im Zinstitel versteckt worden. Auch wenn der Zinstitel auf 338 Millionen Euro reduziert wurde, wir werden ihn in dieser Höhe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht brauchen. Denn alte Kreditlinien des Landes werden fortlaufend durch neue Kreditlinien mit dem aktuell niedrigen Zinssatz abgelöst.
Selbst wenn der Leitzins schlagartig um 1 Prozentpunkt steigen sollte, würde dieser Effekt weiterhin anhalten, denn die Zinsen für Neukredite liegen dann immer noch unter dem durchschnittlichen Zinswert aller Landeskreditlinien. Wir Grüne schätzen diesen Puffer auf bis zu 10% des Gesamttitels. Auch im sogenannten Kleinzinstitel für Kassenkredite sind große Reserven vorhanden. Wir beziffern sie auf etwa 2,5 Millionen Euro. Die Koalition hat durch Änderungsanträge davon selbst schon 2 Millionen Euro verfrühstückt. Meine Damen und Herren, wir brauchen diesen Titel eigentlich fast überhaupt nicht, denn das Land braucht so gut wie gar keine Kassenkredite. Also braucht es eigentlich auch keine vorsorgliche Zinseinstellung in Millionenhöhe. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum das Land denn keine Kassenkredite braucht. Schwerin, Neubrandenburg und Vorpommern-Greifswald leben ja von solchen Einnahmequellen, nenne ich das jetzt mal. Meine Damen und Herren, unser Land hat liquide Kassenbestände in der unvorstellbaren Höhe von durchschnittlich 600 bis 800 Millionen Euro. Das haben wir im Finanzausschuss erfahren. Wer solche Kassenbestände hat, der braucht natürlich auch keine großen Kassenkredite. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wird der Haushalt völlig intransparent. Wir haben zwar einen völlig überdimensionierten Kassenkreditzinstitel, obwohl wir enorme Kassenbestände haben, aber gleichzeitig haben wir einen völlig unterdimensionierten Einnahmetitel für Zinsgewinne aus kurzfristig angelegten Kassenbeständen. Denn die enormen Kassenbestände werden vom Land natürlich wiederum kurzfristig angelegt und generieren selbst Zinseinnahmen. Im entsprechenden Einnahmetitel sind aber nur wenige 100.000 Euro eingeplant. Realisiert werden jedoch über 3 Millionen Euro Einnahmen. Da steckt ein bisher völlig unreglementiertes Geschäftsmodell dahinter. Das Land nimmt Kredite zu Top-Konditionen auf, schließlich haben wir AAA-Bonität und Zugang zu den Zentralbanken. Das aufgenommene Geld wird dann kurzfristig zu höheren Zinsen angelegt. Das Land spielt Bank, ohne dass es dafür Regeln oder Kontrollen gibt. Das mag zwar eine clevere Idee sein, aber ich bin da wirklich skeptisch, ob das auf Dauer gut geht. Denn für diese höheren Zinsen, die wir für das kurzfristige Anlesen der Kassenbestände erhalten, gehen wir natürlich auch Risiken ein. Klar, sonst gäbe es eben nicht diese Zinsen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in Zukunft in dieses Geschäft mehr Transparenz bringen. Ich will es ja gar nicht unterbinden, aber lassen Sie uns doch da mehr Transparenz reinbringen. Lassen Sie uns den gesamten Haushalt von Schattenhaushalten und Geldwaschmaschinen befreien. Meine Damen und Herren, ich sagte ja, dass der Haushalt weder transparent noch fair ist. Ich will Ihnen also jetzt auch gleich sagen, warum er an vielen Stellen nicht fair ist. SPD und CDU haben am Ende der Haushaltsberatung nochmals das Füllhorn über eine Vielzahl von Kleinprojekten ausgegossen. In den unzähligen Kleinstanträgen der Koalition war die Großzahl auch absolut sinnvoll und unterstützenswert. Das gestehe ich ein. Aber die Förderung dieser Projekte hätten die Ministerien nach allgemeinen Förderrichtlinien vornehmen müssen. Nun aber erfolgt eine Vielzahl von Förderungen an den Förderrichtlinien vorbei durch Direktzuweisungen aus dem Haushalt. Meine Damen und Herren, jedes Projekt im Land muss die gleichen Chancen haben, an öffentliche Gelder heranzukommen. Das darf nicht von guten Beziehungen oder freundschaftlichen Kontakten zum jeweiligen Wahlkreisabgeordneten abhängig sein. SPD und CDU haben in einer Vielzahl von Änderungsanträgen nach ihrem Gutdünken und ganz freihändig Projekte unterstützt. Ohne Förderrichtlinie und ohne allgemeine Bekanntmachung, dass es jetzt zusätzliches Geld gibt, um das man sich hätte bewerben können. Meine Damen und Herren, da der Flughafen Rostock gerade heute wieder durch die Zeitung geisterte und eben gerade nochmal erhöhtes Interesse auch in der Aussprache genossen hat, möchte ich nochmals in meiner Rede zu diesem Desaster Airport noch etwas sagen. Denn wichtige, haushaltsrelevante Entscheidungen stehen in den kommenden Monaten diesbezüglich an. Die Frage ist ja, wird das Land in den Flughafen als weißer Ritter einsteigen oder nicht? Wir Grüne raten dem Land, dass es am besten... Nein, wir Grüne, nicht als grüner Ritter, wir Grüne raten dem Land, dass das Land die Finger vom Flughafen am besten fernhält. Sehen Sie sich bitte einmal die heutige Berichterstattung genau an. Dort meldet sich ein Unternehmen zu Wort, das heißt Rostock Airways. Dieses Unternehmen hat bisher alle Zusagen gebrochen. Es hat mehrfach angekündigte Starttermine grundlos und kurzfristig abgesagt. Es war wochenlang nicht einmal erreichbar. Von diesem Unternehmen wusste man lange Zeit gar nicht, wer die Geschäftsführung gerade innehat und welche Investoren nun wirklich dahinter stehen. Dieses windige Unternehmen erklärt nun heute allen Ernstes in der Zeitung, dass es den für Januar angekündigten Start seiner Fluglinien auf den St. Nimmerleins-Tag verschieben muss,
weil dem Unternehmen die Planungssicherheit fehle, da die Zukunft des Flughafens ungewiss sei. Also meine Damen und Herren, das finde ich schon mit der Vorgeschichte ziemlich frech. Aber das wäre nun gar nicht so schlimm. Schlimm wird es erst dadurch, dass allen Ernstes Lokalpolitiker diese freche Argumentation aufgreifen. Sie machen eines der windigsten und erfolglosesten Unternehmen, das es in Mecklenburg-Vorpommern je gegeben hat, zum Kronzeugen für die Zukunftsfähigkeit des Flughafens Rostock-Lage. Das ist doch unfassbar. Die Lokalpolitik klammert sich an Rostock Airways wie der Ertrinkende ans Senkblei. Wer dieses Trauerspiel in seinen ganzen Facetten beobachtet, kann nur ein Urteil dazu finden. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wir Grüne haben es bekanntlich durchgerechnet, dass das Jahr 2014 das optimale Jahr für einen Ausstieg ist. Jede Zeitverzögerung darüber hinaus kostet die öffentliche Hand zusätzliche Millionen, die wir an anderer Stelle zum Beispiel für den Erhalt der Schienen- und Straßeninfrastruktur dringend brauchen. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Landtags- und in der Landesverwaltung herzlich für die Zusammenarbeit zu danken. Sie haben immer sehr loyal, sehr ernsthaft, sehr souverän und vor allem wahrheitsgemäß den Abgeordneten in den Ausschüssen zugearbeitet. Das ist wunderbar, deswegen erwähne ich es hier. Danke auch dafür und es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Zu den Hochschulen werde ich nachher nochmal das Wort ergreifen. In diesem Bereich hat sich ja der Bildungsminister wie eine Axt im Walde verhalten und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Aber dazu später mehr. Vielen Dank.